Willkommen bei der Technik-Videowelt. Ich hab's endlich, das neue MacBook Pro M1 in 16 Zoll. Gemeinsam mache ich mit euch ein Unboxing und zeige euch, was in der Packung steckt. Und das soll auch der Auftakt sein für eine neue Serie rund um das Thema MacBook, denn wie ihr ja wisst, arbeite ich schon viele, viele Jahre auf einem MacBook und werde euch komplett durchführen. Und zwar in diesem Video erstmal in das Unboxing, danach eben die Ersteinrichtung, wie ich mit Macs arbeite, wie ihr eure Prozesse optimieren könnt, welche Programme ich gut finde und welche ihr nicht so braucht. Also beginnen wir mal mit dem Unboxing. Viel Spaß! Willkommen bei der Technik-Videowelt. Ich bin Alper und heute mache ich ja mit euch das Unboxing zum MacBook Pro M1 16 Zoll. Ich arbeite schon, ich glaube, seit Windows Vista, glaube ich, mit MacBooks und mit Macs und habe mittlerweile die Vorteile echt zu schätzen gelernt. Die Qualität ist immer sehr gut, natürlich der Preis immer sehr hoch, aber wenn man eben keine Kompromisse eingehen will und wirklich mit hoher Qualität einfach arbeiten möchte, ohne sich um tausend Sachen Gedanken machen zu müssen, dann ist zumindest für mich der Mac auf jeden Fall eine tolle Errungenschaft und bietet genau das, was ich brauche. Der neue MacBook Pro M1 sagt es ja schon, hat einen neuen Prozessor, der eben viel schneller sein soll, weniger Energie verbraucht und vor allem leiser sein soll. Also bei meinem MacBook Pro, was ich von 2019 habe, mit einem Intel-Prozessor, sobald ich da mal anfange, Videos zu schneiden, also Videos wie das hier, dann fängt das immer an zu röhren und zu pusten und so weiter. Bei meinen Kollegen, die hier zum Beispiel mit Mac Minis arbeiten, mit dem M1, da hört man überhaupt nichts. Also auch egal, ob HD, ob 4K oder sonst was. Also, in den nächsten Videos erzähle ich euch noch ein bisschen mehr. Diesmal geht es ums Unboxing. Ich wechsle mal direkt in die nächste Location. So, dann schauen wir uns mal das MacBook Pro M1 16 Zoll mal an. Ihr seht schon, der Karton relativ groß. Ansonsten vom Design her meiner Ansicht nach doch recht ähnlich wie die Boxen in den vergangenen Jahren. Auch hier haben wir einmal MacBook Pro stehen. Wenn ich auf die Rückseite einmal gehe, dann sehen wir hier doch 16 GB, 512 GB SSD, 16 Zoll MacBook Pro. Was ja besonders cool ist, und daran denkt Apple eigentlich fast jedes Mal, ist, dass eben auch das Auspacken besonders einfach gemacht wird. Und zwar muss ich eben nicht hier einfach mal so eine Schere nehmen oder so ein Messer und einfach hier durchgehen, sondern ich kann das hier einfach abziehen und kann dann die gesamte Folie relativ einfach abziehen. So. Und schon habe ich die ganze Folie ab. Also ich brauche keine extra Hilfsmittel. Und da ist schon das Auspacken macht dann schon viel mehr Spaß, als wenn man da zu irgendwelchen Hilfsmitteln greifen muss. So, ich mache jetzt einmal den Deckel hier, den lege ich mal einmal zur Seite. Und dann sehen wir hier auch schon das MacBook Pro. Ich habe hier eine Lasche, um das Ganze einmal hochzuheben, so auch, dass ich mich dort nicht verkrampfen muss. Und schauen wir uns mal einmal kurz das Gerät an. Man sieht, hier ist nochmal so ein extra Aufkleber hier drauf. Auf der Rückseite, genau, das kann man dann später mal abziehen. Auch das lege ich zunächst mal gleich hier drunter. Schauen wir uns dann nochmal an, was sonst noch in der Verpackung ist. Und da hat sich natürlich im Gegensatz zu der vorigen Verpackung ein bisschen was geändert. Denn was wir hier natürlich sehen, ist jetzt hier das Ladekabel. Und zwar haben wir diesen MagSafe Charger. Den finde ich ja total cool. Den kennen vielleicht diejenigen, die schon etwas mehr mit Macs zu tun haben, etwas länger noch von früher. Der Vorteil daran ist, dass das Ganze magnetisch gehalten wird. Das heißt, wenn ihr mal an das Kabel kommt vom Ladegerät, dann fliegt nicht euer gesamtes Laptop runter, sondern das Kabel löst sich automatisch. Also hier dieser Stecker. Das Ganze wird dann eben hier mit USB-C dann eben angeschlossen und das Netzteil, das dürfte wahrscheinlich hier drunter sein. Genau, hier haben wir dann eben das Netzteil und ich glaube, das hat satte 130 Watt. Das müssen wir uns dann später nochmal genauer anschauen und wird dann ganz normal eben über USB-C angesteuert. Also hier soweit alles drin, was man braucht. Schauen wir uns mal an, was wir hier noch drin haben. Ziehen wir das mal raus. Das sind wahrscheinlich wieder die gleichen Sachen, die man sonst auch so hat. Aber ich bin natürlich auch gespannt, ob sich auch da was verändert hat. Und zwar, ja, da hat sich was geändert. Und zwar die Apple-Aufkleber. Diejenigen von euch, die vielleicht auch früher schon mal Videos geguckt haben, Apple packt ja immer Aufkleber mit rein. Warum übrigens? Dazu mache ich nochmal ein gesondertes Video. Ist nämlich auch sehr spannend, warum es überhaupt Aufkleber gibt. Und diese Aufkleber sind diesmal in schwarz. Also es war jahrelang, jahrzehntelang in weiß. Diesmal gibt es schwarze Aufkleber. Und ansonsten hat man hier noch einige Informationen und Sicherheitshinweise zu dem Mac. Genau, das ist das Unboxing zu dem MacBook Pro bzw. zu der Verpackung. Jetzt will ich das Ganze hier mal auspacken. Und das geht wahrscheinlich genauso einfach. Genau, ich kann das hier einfach auf. Oh, okay, das ist auch neu. Das möchte ich euch auch mal zeigen. Hier ist das nochmal eingefräst. MacBook Pro auf der Rückseite.
echt cool. Also auch das hier mal nehmen und Verpackung auch einmal zur Seite und dann schauen wir uns das Gerät auch hier nochmal etwas genauer an. Das ist ja die Vorderseite, hier kann ich es quasi einmal aufklappen und jetzt kommen wir natürlich zu der Besonderheit, die man eben auch von außen sieht. Ich habe jetzt hier einen Steckplatz für SD-Karten, ich habe hier einen USB-C-Anschluss und ich habe hier direkt einen HDMI-Anschluss. Mein altes MacBook, was ich ja habe, noch von 2019, der hat ja nur zwei USB-C-Anschlüsse auf der Seite und zwei auf der anderen. Und hier, deswegen brauche ich halt immer diesen Adapter, um halt alles anzuschließen. Das bräuchte ich dann nicht mehr. Ich kann also direkt jetzt hier einen HDMI-Anschluss, also ein HDMI-Kabel anschließen. Ich kann jetzt hier direkt eine Karte reinschieben. Also super, dass Apple sich da Gedanken drüber gemacht hat. Auf der anderen Seite haben wir den Kopfhöreranschluss. Interessant, dass es den hier noch gibt, weil beim iPhone ist der ja schon längst wegrationalisiert. Hier haben wir wieder zwei USB-C-Anschlüsse und dann hier den Anschluss für den MagSafe Charger. Da seht ihr auch schon, dass das Ganze eben doch ein bisschen anders aussieht und damit kann man eben das Gerät aufladen. Übrigens besonders spannend, ihr könnt auch über die anderen USB-C-Anschlüsse euer MacBook Pro laden. Ihr müsst also nicht den MacBook Charger benutzen, also den MagSafe Charger, sondern ihr könnt eben auch ein USB-C-Netzteil benutzen mit dem Kabel. Soll dann ein bisschen langsamer sein als darüber, aber fände ich nicht unbedingt so ein großes Problem. Ansonsten tatsächlich relativ clean. Die Besonderheit ist eben hier dieser eingefräste MacBook Pro Schriftzug und einschalten möchte ich das auch mal. Das heißt, ich klappe das hier einmal auf und was mir, na, da haben wir doch direkt schon mal gehört, wir haben hier auch nochmal hier eine schöne Folie, die machen wir auch mal einmal ab. So, und dann haben wir hier direkt das Display. Die Notch da oben sieht man jetzt, jetzt sieht man sie, das ist jetzt hier oben eben diese Einbuchtung. Und wir werden begrüßt mit einem fröhlichen Hallo, also direkt schon auf Deutsch, finde ich auch richtig gut. Und dann geht es eben los mit den anderen Inhalten. Besonders ist eben auch hier, dass die Touchbar verschwunden ist. Mein altes MacBook Pro hatte noch eine Touchbar. Und jetzt sind wir quasi wieder bei den klassischen Tasten, um eben Inhalte heller, dunkler und so weiter zu machen. Ansonsten, wenn man jetzt mal von der Touchbar absieht, sieht das Layout eigentlich genauso aus wie bei den vorherigen MacBooks auch. Beim Display ist natürlich ganz klar, das Display ist viel größer geworden. Man sieht es hier am Rand. Der Rand ist viel, viel schmaler und dafür hat man hier eben die Notch, wo eben hier die Kamera drin ist. Ansonsten gefällt mir das Gerät echt gut. Ich bin sehr gespannt, wie sich so die Ersteinrichtung und Konfiguration denn so darstellen wird. Aber von der Qualität her muss ich sagen, wirklich top. Aber ehrlich gesagt bin ich von Apple auch nichts anderes gewöhnt. So, das war das Video zum Unboxing des neuen MacBook Pro M1 16 Zoll. Ich hoffe, dieses Video hat euch geholfen. Wenn ja, dann gebt mir einen Daumen nach oben und abonniert kostenlos den Kanal. Und ansonsten würde ich mich natürlich auch freuen, wenn ihr Fragen habt zum Thema Macs. Also habt ihr Fragen zum neuen MacBook? Wollt ihr bestimmte Dinge wissen? Habt ihr generell Fragen, wie man mit OS X irgendwas macht? Das hilft mir, neue Videos für euch zu produzieren. Also schreibt gerne in die Kommentare und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.